Staßfurt im Salzlandkreis. Seit der Wende hat sich die Stadt, wie viele andere im Osten, auch verändert. Abwanderung, Überalterung und Arbeitslosigkeit. Allein im ehemals größten Fernsehwerk arbeiteten einst 3000 Menschen. Heute sind es noch 120. Die Stadt ist im Wandel und mancher fragt sich, wohin sie steuert oder genauer gesagt hinsteuern soll. Diese Frage beschäftigt auch den Bürgermeister der Stadt. Sven Wagner möchte Staßfurt verändern und gemeinsam mit dem Stadtrat hatte er die Idee, dabei die Bürger einzubeziehen. Ich sag mal, ich bin nah am Volk auch dran und höre schon den ein oder anderen Hinweis. Da hatte ich schon meine Bedenken, dass man sagt, Mensch, Verwaltung, macht ihr das mal alles allein? Aber nein, wir wollen gemeinsam unsere Zukunft für Staßfurt gestalten. Das Besondere hier ist die große Zahl der Bürger, die mitmachen. Professor Stefan Eisner hat mit seinem Beratungsunternehmen schon mehr als 40 deutsche Städte begleitet. Staßfurt hat ihn überrascht. Die Auseinandersetzung mit der Zukunft, diese Aufbruchsstimmung, das Gefühl, jetzt passiert hier etwas, wir nutzen die Chance des Tages, wir wollen hier was bewegen und wenn wir hier noch mehr voranschreiten, dann ist es hier schön und dann haben wir eine Bindung. Die Bindung der Menschen an ihre Stadt, trotz in Teilen schlechter Werte, die ist größer als man denkt und das ist eine Riesenchance. Normalerweise beteiligen sich bei solchen Befragungen 2 bis 3% der Bürger. In Staßfurt waren es mehr als 10% und die haben konkrete Erwartungen. Wir brauchen Lehrstellen, wir brauchen ein interessantes Staßfurt. In der Innenstadt müsste so ein Mehrsortiment-Warenhaus vielleicht entstehen können. Also ein Magnet in der Innenstadt. Ich finde es gut, dass man halt irgendwo mitbewirken kann, ist halt bloß die Frage, ob dann halt jeder wirklich dazu beiträgt irgendwo. Positiv finden die Staßfurter an ihrer Stadt unter anderem den Stadtsee und den Tierpark. Kritisiert hingegen wurde der Zustand der Straßen und die schwächelnde Wirtschaft. Bis zum Sommer sollen nun konkrete Projektideen entwickelt werden und die Beteiligten sind optimistisch. Für sie ist das Glas hier halb voll.